Hallo, heute habe ich wieder ein Buch für euch, das ich euch gerne vorstellen möchte, und zwar ist das Wie ein Flügelschlag von Jutta Wilke. Ich weiß, ganz viele von euch haben das Buch auch schon gelesen, ich habe es jetzt gelesen und war wirklich restlos begeistert, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Worum geht's in dem Buch? In dem Buch geht es um die 16-jährige Diana, die ein Sportstipendium erhält, und zwar in einer Schule, und die ist spezialisiert auf das Schwimmen. Also Diana ist eine sehr, sehr gute Schwimmerin, kommt persönlich aber aus einem eher ärmlichen Umfeld, würde ich mal sagen. Die Mutter ist alleinerziehend, hat nur einen Job im Baumarkt. Also ohne Stipendium hätte sich Jana definitiv nicht leisten können, auf diese Schule zu gehen. Das ist auch gar nicht so einfach, die Situation für sie, weil die Mitschüler sie deshalb sehr stark, würde ich schon fast sagen, auch mobben. Jana hat einfach auch nicht so die Klamotten wie die, kann sich viele Dinge einfach nicht leisten, weil die Mutter das Geld nicht hat. Und dementsprechend wird sie einfach sehr ausgegrenzt auf dieser Schule, hat wenig bis keine Freunde, außer Melanie. Melanie ist eine Externe, also die geht nicht auf das Internat, sondern wohnt bei ihren Eltern, kommt eben jeden Tag nur zur Schule, kommt auch aus sehr reichem Haus. Ihr Vater ist ein angesehener Arzt, und Melanie ist an sich sehr beliebt, aber sie lässt sich da von den anderen gar nicht reinreden, sondern findet Diana trotzdem nett, freundet sich mit Jana an, und Melanie und Jana sind auch so die größten Konkurrentinnen. Also das sind die zwei, die, was Schwimmen angeht, einfach am besten sind, das ist ganz klar. Wenn ein Wettkampf im Prinzip nur noch zwischen den beiden. Ja, und dann passiert relativ schnell im Buch, dass Jana mitbekommt, wie in der Schwimmhalle Melanie tot gefunden wird. Sie sieht die tote Melanie auch auf dem Boden liegen, bricht dann erstmal zusammen, es geht ihr nicht wirklich gut, und das Ganze ist nicht einfach, die Situation für sie. Aber Jana will absolut nicht einsehen, dass, also es wird vorgetragen, Melanie hätte einfach einen Herzfehler gehabt und wäre deshalb im Schwimmbad gestorben. Jana sieht es aber nicht ein. Jana kann sich einfach überhaupt nicht vorstellen, dass Melanie tatsächlich an einem Herzfehler gestorben ist. Sie ist überzeugt davon, da steckt noch was anderes dahinter. Das ist nicht nur der Herzfehler. Und da stößt sie natürlich bei allen auf taube Ohren. Viele geben auch ihr die Schuld am Tod von Melanie, weil sie sagen, wärst du nicht da, hätte Melanie nicht so hart trainieren müssen, weil sie dann nicht gegen dich hätte kämpfen müssen. Und Jana leidet das sehr. Also sie findet auch wirklich niemanden, der zu ihr hält, bis sie dann irgendwann Kontakt mit Melanies Bruder, dem Mike, bekommt. Mit dem freundet sie sich sehr schnell an. Und auch Mike kann irgendwie nicht wirklich glauben, dass es der Grund von Melanies Tod ist. Und dann fangen die beiden so ein bisschen an, da rumzusuchen in Melanies Umfeld. Also Mike fängt dann an, ihr Handy durchzuschauen, forscht darum. Jana versucht dann auf der Schule irgendwie was rauszufinden. Und die beiden stoßen dann natürlich schnell auf ein Geheimnis. Was das genau ist und worum es geht, das müsst ihr natürlich selber herausfinden. Ich kann nur sagen, mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Es war sehr spannend geschrieben. Ich habe sehr mit Jana mitgelitten, weil sie mir eigentlich wirklich furchtbar leid getan hat. Und ich immer wieder gedacht habe, wieso seid ihr so mies zu diesem Mädchen, das natürlich auch um die Freundin trauert, aber keiner irgendwie sie verstehen kann. Und alle ihr die Schuld so ein bisschen in die Schuhe schieben. Also das war wirklich ein tolles Buch, das mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich einfach auch die Thematik neu fand. Also ich habe mich da nie mit beschäftigt, auch mit Leistungssport und was da so alles dranhängt. Deshalb fand ich es sehr interessant, spannend bis zum letzten, weil ich mit dem Schluss so nicht gerechnet habe, und dementsprechend hat mir das Buch natürlich super gut gefallen, war auch ein 5-Sterne-Buch für mich. Absolut eine Leseempfehlung für euch, wer es noch nicht gelesen hat, schaut euch mal dieses Buch an. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.